entworfen und auch gebaut. Diesen nämlich sehr viel Symbolik. Dieser Reiter reitet für die alte Reiterstadt Aachen. Der Harlekin ist natürlich ein Vertreter des Karnevals, der auch in Aachen schon eine lange Tradition hat. Dieser Herr hier ist ein Vertreter der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule, übrigens die größte technische Hochschule in Westeuropa. Etwas blind scheint der Wissenschaftler für das tägliche Leben zu sein, wie man in Augenklappen sehen kann. Ja, und die Marktfrau, die ist Volkes Stimme und macht mit ihren Äußerungen auch so manchem geistlichen Herrn schwer zu schaffen. Der Domherr hier wird davon sein klares Lied zu singen haben. Brunnen, heute meist nur Schmuckstücke, früher lebenswichtig für die Stadtbevölkerung, für die Wasserversorgung also. Die Dörfler hatten es damit ihren Dorffeiern etwas einfacher. Die Dorffeier heute auch meist nur noch Schmuckstücke, allerdings häufig auch sehr gefährliche. Ein feuchtfröhlicher Abend einer trinkfesten Klick. Als ihre Stammkneipe in Groß-Walbur bei Coburg kurz vor eins dicht macht, ist keiner der jungen Männer mehr nüchtern. Dennoch besteht Hermann Zöller darauf, seinen Freund Horst Sauer nach Hause zu fahren. Mit überhöhter Geschwindigkeit rast der angetrunkene Fahrer auf die kleine Ortschaft Elsa zu. Unter Schock stehend flüchtet Hermann Zöller, ohne sich um den Zustand seines Freundes zu kümmern. Gleich sagt er unser Auto im Teich rein. Und genauso war's. Siegfried Florschütz rennt vom Lärm aufgeschreckt aus dem nahegelegenen Wirtshaus herbei. Doch er muss feststellen, dass sich der Beifahrer nicht so einfach aus dem Auto befreien lässt. Haben wir doch nicht mehr gesagt, wie ist. Wieso gehst du nicht raus, ne? Ja, ich komm ja, aber ich häng irgendwie fest. Doch was für ein schreckliches Schicksal ihn ereilt hat, ahnt der offensichtlich vom Alkohol betäubte Horst Sauer selbst noch nicht. Der Krach im Dorfweiher weckt eine Anwohnerin. Sogleich informiert sie die Notdienste. Leitstelle, guten Abend. Und wie viele Verletzte? Der Platz bleibt bitte 03, die Leitstelle Kobo ist kommen. Ja, fahren Sie mal Richtung Elsa, das wäre ein Verkehrsunfall. Notfall Einsatz. Und da die Kollegen gerade von Neustadt runtergefahren sind, habe ich den Überflug gesagt, die möchten sich mal Richtung Rodach in Bewegung setzen. Warum denn nicht? Ich hänge irgendwie fest. Die hängen fest? Wo ja, denn? Da unten. Da unten. Die Beine. Wo sind denn drin? Einer? Was ist denn? Ist er ansprechbar? Ansprechbar ist er, ja. Ja, und hat er Schmerzen? Haben Sie Schmerzen? Nee, eigentlich weniger, bloß Kolli. Ja, das ist es, ja. Kannst du die Beine bewegen? Probier mal. Na, ja, ich hab Gefühl drin. Ja. Halt Gefühl oder Beine oder? In beiden Beinen? Punkt 1 Uhr erlischt die automatisch geschaltete Straßenbeleuchtung. Ein Handicap für die Rettungskräfte. Was mit deinen Händen? Kannst du die mal raustun? Ja. Da komme ich noch an. Geht? Ja, das ist eigentlich noch ganz gut. Kräftig? Ja. Und da ist er schon ganz ruhig. Er zittert halt, das ist wahrscheinlich unterkühlt. Die Freiwillige Feuerwehr Rodach rückt an. Kommandant Möbus und seine Mannschaft erwartet eine äußerst komplizierte und dramatische Rettungsaktion. Wir haben hier einen Beifahrer verletzt.
Beifahrer sitzt hier, ist verletzt, kann seine Beine nicht bewegen, hat kein Gefühl. Fahrer ist Gott sei Dank schon draußen, wir haben also nur einen Verletzten, ja. Kriegen ihn aber selber nicht raus. Reinhard, Ralf, guck mal noch. Schaut hier mal, vielleicht macht er mal die Tür auf. Was ist los? Jetzt erst erkennen die Helfer die schreckliche Wahrheit. Ja, ja, und es geht von vorne durch. Da geht. Oh, das geht durch. Das Rohr geht von vorne durch den Körper, nicht wieder raus. Bei dem Unfall ist ein Geländerohr durch den Scheinwerfer ins Auto eingedrungen und hat den Unterleib des Beifahrers durchbohrt. Da müssen wir das Dach abschneiden. Das ging ja bis in den Kofferraum rein, dieses Rohr, das der Mann durch den Leib hatte. Jetzt heißt es, präzise und schnell zu handeln. Denn zu den schweren inneren Verletzungen kommt hinzu, dass das Wasser im Dorfweiher Horst Sauers Körper völlig ausgekühlt hat. Kommen an das Tor. Jetzt ran ans Tor kommen. Ich geh mal ran wieder an. Ja. Ja. Vorsicht, das Allerwichtigste, ja? Bitte. Erst ganz vorsichtig. Ja. Erst schneiden, wenn ich das auf. Ja. Das. Haben Sie das? Sie müssen noch ein Stück weiter vor. So. Das Wasser war aufgewühlt, war schmutzig, man hat ja nichts gesehen. Ich nehme die Hände weg und jetzt kannst du schneiden, okay? Gut. Er wusste ja nicht, durch was das Rohr alles durch ist. Ob das jetzt durch irgendwelche Organe im Körper, was das verletzt hat oder so. Man musste also schon unheimlich vorsichtig den Patienten behandeln. Ne? Infusion. Machst du wieder mal? Dadurch, dass das Rohr so fest im Körper gegriffen hat, war also äußere Übung nicht gegeben. Kommst du klar? Ja. So, dann muss man sehen, was der Pumpe jetzt macht inzwischen. Ja, ganz hoch vorsichtig. Ja, na. Okay. Wie geht's denn? Oh. Geht, ja? Okay. So. Gib mir mal morgen. Da weh? Hier vorne? Nicht. So. Ja, ein bisschen langsamer. Vorsichtig. Bitte vorverständigen, Notfallambulanz.
Da ist ein circa 4 cm starkes Rohr neben den Hoden durch den Unterkörper und seitlich an der Wirbelsäule wieder ausgetreten. Mit dem PKW in den Dorfteich gefahren. Und zwar geht er ca. 4 cm dickes Rohr beim Boden hier rein und dreht der Wirbelsäule hier wieder raus. Wenn man dieses Rohr einfach rausgezogen hätte, dann wäre Stuhl aus dem durchbohrten Darm unkontrolliert in die Bauchhöhle geflossen. Die Mutter und die Schwester des Verletzten sind so schnell wie möglich zum Krankenhaus geeilt. Von Elsa da. Der ist da, aber der wird jetzt gerade vom Notarzt behandelt. Nee, wir wollen aber genau, ob er durchkommt oder nicht. Oder? Ja, wir müssen halt ihn erstmal auf das Versorgen. Nehmen Sie bitte nochmal Platz, wir rufen Sie dann auf. Gell? Ja, und wir machen uns Sorgen um meinen Sohn. Ja, wir Sorgen dann aber um meinen Sohn. Noch einen Moment trotzdem wollen wir dann genau wissen, was wie die Verletzung ist. Das wissen wir leider noch nicht. Wir müssen untersucht werden, dann geröntgt und dann. Also das Rohr scheint komplett zu sein, nicht gebrochen. Also ich meine, wir sollten den schon versuchen, wo unterzubringen. Wir haben einen 22-jährigen Mann. Sie verlegen umgehend mit Hubschrauber. Geht denn das oder wann wird denn das gehen? Das wird nur maximal 2 Stunden dauern. Wie niedrig der Gasthof-Helikopter out of Schweinfurt? 3.30 Uhr, schneller geht's wohl nicht. Derart komplizierte operative Eingriffe können im Coburger Krankenhaus nicht durchgeführt werden. Der Patient muss sofort zur Universitätsklinik nach Würzburg gebracht werden. Um 3.30 Uhr nimmt ein Transporthubschrauber der US-Armee den Patienten in Coburg auf. Nach einer Flugzeit von 45 Minuten landet der Helikopter in Würzburg. Seit fast 4 Stunden steckt das dreckige Rohr in Horst Sauers Körper. 4 weitere Stunden wird es dauern, bis ein Ärzteteam von Chirurgen und Urologen den Patienten von dem Fremdkörper befreit haben wird. 3 Monate später kann Horst Sauer die Uniklinik wieder verlassen. Heute, 10 Jahre später, ist Horst Sauer stolzer Familienvater. Der Anblick seiner beiden Kinder lässt ihn die Schreckensnacht von damals fast vergessen. Gleich in Notruf. Sie unterhielten sich über verschiedene Weinsorten und plötzlich richtete einer der beiden eine Waffe auf ihn und sagte, das ist ein Überfall.